Hallo ihr Lieben, ja, ich habe heute wieder ein sozusagen Unboxing für euch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt demnächst so nenne, weil ich öffne es ja eigentlich schon, aber ist egal. Ich bin nochmal von Paint Some Way angeschrieben worden, dadurch, dass die erste Bestellung jetzt nicht so gut verlaufen ist. Ihr wisst ja, hier fehlten ja bei dem einen die Garne. Und dann war aber auch mein Fehler, es stand drauf, dass die Projekttaschen, die ich geordert hatte, alle eine Farbe sind und nur die A4 Projekttaschen in unterschiedlichen Farben waren. Aber die haben sich halt entschuldigt gehabt, hatten mir das ja geschickt, das hatte ich euch ja gezeigt und ich konnte mir wieder Sachen aussuchen. Ich hatte mich diesmal für zwei Sachen entschieden. Gekommen ist leider nur eins. Ich hatte dann Paint Some Way angeschrieben und ich hatte mich auch schon gewundert, das war hier auf. Hier war es auf, also das habe ich ja aufgemacht. Es war halt schon auf und wir gehen jetzt mal davon aus, weil es war auch ein kleineres. Ich hatte ein Diamond Painting Bild bestellt. Ich weiß auch nicht, aber da komme ich gleich drauf. Und jedenfalls war das so auf und wir vermuten, dass es ja rausgefallen ist, dass es irgendwo reingeritzt rausgefallen ist, keine Ahnung. Darum kann ich euch vorerst nur ein Teil zeigen, darum auch Teil 1 in der Videobeschreibung oder in der Überschrift und das wäre jetzt dieses. Ich hatte Paint Some Way gefragt, ob ich warten soll mit dem Video, bis das andere kommt. Aber dann haben sie gesagt, nein, die schicken das auf alle Fälle nochmal raus, haben sich wiederum entschuldigt. Also heute ist der 1. April. Ich hatte mit denen geschrieben und für die ist ja kein Feiertag, wir haben ja Ostern. Und die haben mir geantwortet und dann hatte ich nochmal Bilder geschickt. Und dann sind wir wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass hier das aufriss oder auf ist bestimmt aufgegangen. Also ich glaube nicht, dass das jemand irgendwie mit Absicht aufgemacht hat, irgendwie vielleicht beim Transport aufgerissen und so weiter. Ja, also das Diamond Painting Bild kann ich euch denn noch nicht zeigen. Würde ich auch noch nicht verraten, weil dann brauche ich es ja nicht nochmal zeigen, ne, wenn ich es euch verrate. Und das Zubehör wollte ich. Ich hatte mich für einen tollen Koffer entschieden, wieder mit, wie heißt das, mit Schraubgläserchens und so weiter. Aber das wäre jetzt meines Budgets noch nicht so. Also habe ich mir eine andere Box ausgesucht und in meinem Monatsupdate, ich muss bloß mal gucken, damit es nicht so knistert. In meinem Monatsupdate habe ich euch ja gezeigt, dass ich ja eins schon habe und so und dass ich aber für meine Millhill-Perlen machen möchte. Verwenden möchte. Und hier sind diese Tic-Tac-Dosen, wo ich mir denke, boah, die nimmst du für das Projekt, was jetzt nicht mit dabei war. Und ich finde so eine Klappboxen einfach genial, ne? Hier so ist irgendwie Schmutz, Fussel. Also hier sind die Etiketten, die man hier draufkleben kann. Ich selber hatte noch keine. Bis jetzt habe ich immer aus Dosen gearbeitet. Aber hier diese kleinen. Das sieht aus wie Tic-Tac-Dosen, ne? Kann man das eigentlich auch raus? Ja, man kann das auch rausnehmen. Hier seht ihr. Und wieder reinmachen. Ja, also ich lasse die ja, wenn, dann sowieso hier drin und beschrifte die. Und wenn ich das dann brauche, dann nehme ich das halt, ne, und packe das in meine
in mein Schiffchen und dann kann ich damit wunderbar hantieren. Ja, das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mal 4 sind 64, glaube ich, zumindest. 16, 32, 64, genau. Und ja, also ich finde das praktisch. Eine für sich sind die auch stabil. Also hier muss ich wirklich sagen, also wenn man so schüttelt, das klar, muss man aufpassen. Aber die schnapsen richtig zu. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle 64 Behälterchen. Ja. Also so wie ich das sehe, klappt auch nichts nach oben. Es sieht auch alles schick aus. Hier diese Klebeetiketten. Ja, wunderbar. Ich hätte euch natürlich gerne das Bild noch dazu gezeigt, aber ich ja, werde das natürlich nachholen, sobald ich es habe. Bei Paints on W möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass sie mir dieses Produkt hier zur Verfügung gestellt haben. Möchte mich auch bedanken für die wirklich super Kommunikation, die wir gemeinsam haben. Ich meine, es können immer Sachen passieren, wie jetzt mit dem Garn, dass das nicht dabei war. Konnte, finde ich, Paints on W nichts dafür. Das sind ja Händler, ne? Und die bekommen ja diese Stickpackungen ja schon geliefert und verkaufen das halt. Und die können das nicht wissen, aber dass die das organisieren, dass man dann noch was bekommt. Man hatte mir versichert, dass man das auch mit jedem Kunden macht, also nicht nur mit mir, sondern auch mit jedem Kunden, wer darf was nicht bekommen hat, wo man sich hinwenden kann, ne, an diesen Support. Und ja, und dass jetzt hier nur die Hälfte gekommen ist, ganz ehrlich, kann Paints on W auch nichts dafür, ganz ehrlich, weil ich sag mal, ne, diese Tütchen finde ich halt auch schon sehr dünn und egal, was vielleicht manchmal so drauf rumreißt oder vielleicht wollte man gucken beim Zoll, ich weiß es nicht. Ja, das sind ja so die Anfänge gewesen, bevor es diese Döschen gab, glaube ich. Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch? Findet ihr sowas auch toll? Ich werde es sehen, weil ich kenne es nur mit den Dosen. Bloß ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, sobald mein Diamond Painting kommt, zum zweiten Teil des Videos. Dann danke ich erstmal, dass ihr hier mit dabei wart. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Stickliesel.